Hallo zu meinem heutigen Unboxing des Huawei Mate 9. Das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers ist ja in Deutschland für 699 Euro erhältlich. Und ich habe mir mal das Testgerät zuschicken lassen. Jetzt wollte ich euch natürlich mal zeigen, was alles drin ist in dem Paket, was man zugeschickt bekommt. Die Verpackung sieht erstmal schon mal sehr edel aus. Schwarz, fester Karton. Huawei Design steht an den Ecken dran. Vorne drauf in goldener Schrift Huawei mit 9. Und ganz wichtig unten Leica Dualkamera. So. Machen wir mal auf. Und dann haben wir da drin natürlich das Huawei Mate 9. So. Das Smartphone ist aus Metall. Sehr gut verarbeitet. Unibody Metallgehäuse, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, Leica Dualkamera ist verbaut mit optischem Zoom, Blitz, Laserautofokus. Auf der Unterseite findet ihr USB Typ C Lautsprecher, an der rechten Seite Laut-Leiser-Taste, Power-Taste, auf der Oberseite Infrarotblaster. Und noch ein Kopfhöreranschluss und auf der linken Seite das SIM, den SIM-Tray für die SIM-Karte oder die MicroSD-Karte für die Speichererweiterung. Wie gesagt, liegt sehr gut in der Hand, sind 5,9 Zoll, aber ist so kompakt gebaut, dass es, man denkt, also 5,5 Zoll ist, viele 5,5 Zoll Geräte sind wirklich genauso groß wie das Huawei Mate 9 mit 5,9 Zoll. So, dann wollen wir noch gucken, was weiter drin ist. Dann haben wir hier natürlich das SIM-Tool zum Einsetzen der SIM-Karte. Was haben wir hier drin? Eine Schnellstartanleitung. Und noch ein Case für das Mate 9. Glücklich, braucht man sich da nicht extra kaufen. So, so sieht es aus, ist Plastik. Dadurch, dass man jetzt das Case drauf hat, ist auch die Kamera, die sonst ein bisschen aus dem Gehäuse hervorsteht, bündig auf dem Boden. So, dann wollen wir mal gucken, was hier noch drin ist. Hier haben wir die Kopfhörer. Wie ihr jetzt schon hier seht, hat so ein bisschen Apple-Style, ist aber der klassische Huawei oder auch bei Honor wird das auch genutzt, das Design der Kopfhörer. Und natürlich ein USB-Kabel, USB Typ C, wie ihr sehen könnt. Und auf der anderen Seite ist das Ladegerät, das Schnellladegerät sogar, Supercharge. Kann man es vielleicht sehen? Ja. Dadurch könnt ihr das Smartphone innerhalb von wenigen Minuten wieder zumindest 50% aufladen. So, hier ist noch ein Adapter für USB-C, von Micro-USB auf USB Typ C. So. Packen wir das mal alles wieder beiseite und nehmen uns mal das Smartphone zur Hand. So, wie ihr seht, hatte ich ja schon gesagt, aus Metall. Jetzt habe ich die Schutzhülle drauf, der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und dann wollen wir mal gucken, wenn man es anmacht, was passiert, wenn ich es dann anbekomme. So. So, das Hochfahren ging relativ schnell.
und auch schon ein bisschen voreingerichtet. Das Display sehr klar, also dafür, dass es 5,9 Zoll groß ist, wirklich liegt das Handy auch gut in der Hand. Man hat die typische Huawei-Oberfläche mit EMUI 5.0 jetzt. Betriebssystem ist Android 7.0, was hier drauf ist schon. Und man sieht es halt auch an den Schnelleinstellungen, es hat schon ein bisschen den Touch vom Android 7. Hier natürlich wieder das klassische Huawei-Design, was so ein bisschen immer noch an Apple erinnert. Aber man hat schon Fortschritte gemacht. Jetzt ist wieder ein App-Drawer mit an Bord, das war vorher nicht. Weiß nicht, warum jetzt Huawei wieder drauf setzt. Ist meiner Meinung nach nicht unbedingt erforderlich. Viele, gerade chinesische Smartphones, oder auch die Hersteller setzen nicht mehr auf den App-Drawer. Man kann alles auf dem Desktop ablehnen. Hat dann so wie hier seine Ordner, wo dann alles drin liegt. Wie ihr seht, ist es auch bei der Performance, gibt es keine Probleme. Es ist der Kirin 960 verbaut, der derzeit der schnellste Prozessor oder der schnellste interne Prozessor bei Huawei ist, der auch locker noch mit dem Snapdragon 820 und 821 mithalten kann. Bei der nächsten Generation, dem 835, sieht es schon wieder anders aus. Viele dürften vor allen Dingen, gerade was die Kamera betrifft, ein bisschen interessierter sein, weil, wie gesagt, hier ist eine Dual-Kamera mit Leica Objektiv verbaut und Leica spricht ja eigentlich schon für richtig gute Kameraerlebnisse und das müsste man natürlich halt noch mit ein bisschen Erfahrung oder bei Testbildern müsste man da noch ein bisschen was machen. Wie gesagt, das ist jetzt ein schneller Eindruck jetzt hier nach dem Unboxing und natürlich werde ich euch weitere Bilder, die ich mit der Kamera gemacht habe, natürlich auch noch präsentieren. Das war's schon. Vielen Dank.